Götterdämmerung in der Staatskanzlei. Es ist nicht das Sommertheater, das Frau Haderthauer proklamiert hat, sondern es ist ihr letztlich politischer Untergang, der hier vor unseren Augen sich abspielt. Denn heute hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Frau Haderthauer aufgenommen und die Staatsanwaltschaft, das wissen wir, hat eine hohe Hürde des Anfangsverdachts. Das heißt, sie darf erst ermitteln, wenn wirklich ein großer Verdacht vorliegt. Und diese Hürde hat Frau Haderthauer heute gerissen. Und von so her muss an diesen Vorwürfen schon auch ein gerütteltes Maß an Gewicht dahinter stehen. Wie gesagt, die Staatsanwaltschaft muss erst ermitteln und wird dann zu einem Ergebnis kommen. Aber es steht jetzt ja schon der Anschein, der böse Anschein im Verdacht, dass hier die Frau Ministerin in größere Sachen verwickelt ist. Und es wäre eine Frage der Staatsräson, hier die Reißleine zu ziehen und zurückzutreten, um Schaden vom Freistaat Bayern, vom bayerischen Volk letztlich abzuwenden. Denn so wie das hier abläuft, machen wir uns in der ganzen Bundesrepublik Deutschland einfach nur lächerlich.